und die Angst ist groß. Für Veränderung ist es immer ein schlechter Ratgeber. Wer Veränderungen will, der muss Sicherheit erzeugen, der muss Mut erzeugen. Dass ThyssenKrupp jetzt in einer Veränderungsphase steckt, das ist uns allen klar. Aber hier gibt es nicht nur Aktionärsinteressen, hier gibt es auch die Interessen der Beschäftigten. Um die Stahlproduktion in Duisburg auf lange Sicht zu sichern, müssen wir ThyssenKrupp fit für die Zukunft machen. Denn nur ein erfolgreiches Unternehmen kann langfristig sichere und zukunftsfähige Arbeitsplätze bieten. Und ja, ohne Einschnitte wird es nicht gehen. Eines kann ich Ihnen dabei versichern. Bei allem, was wir tun, bleibt es bei der gelebten Sozialpartnerschaft. Es soll auch weiterhin keine Kündigung geben. Also man muss sehr genau zuhören, was Herr Lupers gesagt hat. Herr Lupers hat gesagt, es soll keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Das soll ist eine Rieseneinschränkung. Wenn momentan der Stahlverstand ein neues Konzept erarbeitet, wo tausende Arbeitsplätze wegfallen, dann ist ein Sollen bei betriebsbedingten Kündigungen zu wenig. Wir brauchen ein klares Commitment, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Der zweite Punkt, von gelebter Sozialpartnerschaft zu reden, wenn man uns völlig überrascht mit dem Verkauf von 20% des Stahlbereichs, dann auf so eine gelebte Sozialpartnerschaft kann ich verzichten. Der Stahl selber ist natürlich wichtig, aber er ist ja auch das Grundprodukt, wo unheimlich viel weitere industrielle Wertschöpfung dranhängt. Deswegen haben Bund und Land hier in Nordrhein-Westfalen mit der höchsten Einzelförderung die in der Geschichte unseres gesamten Landes jemals ein Kabinett und ein Landtag beschlossen hat, klar gesagt, wir sehen auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, dass unser Stahl diesen Weg zur Transformation gehen kann und ihn schaffen kann. Ich erwarte vom Vorschlag schlicht und ergreifend, dass er die Mitbestimmung akzeptiert und dass es sozialpartnerschaftlich gelöst wird.